Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Shadowheart 2 Covenant. Ich gehe allein. Ich habe ein komisches Gefühl dabei. Kurando. Keine Sorge, ich bin zurück, bevor du es merkst. Warte hier in Ruhe. Sei vorsichtig, ja? Natürlich. Da-da-da-da. Ja, das ist ein One-on-One Duel. Aber sogar mit Katzen, finde ich schön. Haben wir wieder. Kurando. Schon lange her. Mother? What is it? What's happened? Last night, your dead father appeared to me in my dream. My father? Yes. He showed me the enemy that you and the others must ultimately face. And he said this to me. Open Kurando's seal. My seal? The power of the dog guardians that guard the 8 million gods of Japan. That power is in your blood, given to you to protect this world. Kurando, I must follow the law. It is my duty to prepare you. You must defeat me and break out of the box that contains your power. I understand. I cannot hold back. If you lose, you will die. Please forgive me, my son, my beloved. You needn't apologize. I'm Inigami too. My blood is your blood. Awaken now the true form which lives behind the facade. Awaken now, spirit of the ogre. Ah, schade. Die Musik war gut. Ja, sie nimmt wieder die Form von, wie hieß sie nochmal? Kuneki? Ich glaube Kuneki. Die Form Kunekis an. Ja. Quenki. Gott. Kurando hingegen hat nun seine Ogre-Form. Gucken, ob ich ihn mal treffe. Jawohl. Ist schon mal ein kleiner Bonus, so an Schaden. Ich kann es doch nochmal probieren. Entweder das oder ich benutze ein Heil-Item und hau einfach mal normal drauf. Aber ja, probieren wir es einfach mal. Ja, perfekt. Dafür kann man das ja mal machen. So. Und den finalen Schlag führt er normal aus. Dann seht ihr mal die Angriffsanimation auch normal. Gute Güte, das war Quenki. Für den Sieg. Wow, voller Ringerfolg kriegt er 14. Heilige Güte. Heilige Güte, kriegt ein Level-Up spendiert, so gesehen. Meine Güte. Yeah! Gut gemacht, mein Sohn. Die wahre Macht deiner Seele ist entfesselt. Was ist das? Ich spüre ein Brennen in der Brust, ein Verlangen, wild zu sein. Das ist der Geist des Ogres, den du aufgeweckt hast. Dein Leben wird von nun ein Kampf um Kontrolle sein. Aber ich weiß, du kannst es. Mach deinen Vater stolz als Junder Inugami-Führer. Ich werde mein Bestes tun. Ja, und so kriegt Kurando also seine beste Fusion, seine beste Dämonenmorph-Form, sag ich jetzt mal. Den Ogre. Im Gegensatz zu Tsukiyomi persönlich irgendwie so, ja, der Juten Duji. Dämonengott, der in Kurando verschlossen lebt. Der Dämonengeist, der in Juten Duji lebt, kann sogar die mächtigsten Götter herausfordern. Ja, oder einfach ein Ogre. Na, ja, genau, aufladen. Den laden wir jetzt natürlich noch auf. Dafür habe ich ja meine Seelen, ne? Ich bin froh, dass das jetzt so gut funktioniert hat. Vor allen Dingen mit den dritten Schlüsseln.
Ansonsten würde sich der Kampf natürlich in die Länge ziehen, ne? Wäre ein Kämpfen, Heilen, Kämpfen, Heilen, Kämpfen, Heilen Kampf. Ist nichts verkehrt dran. Ich fand das so, aber muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt doch ziemlich unterhaltsam. Zumal jedes Mal, wenn ich irgendein LP mache, ist egal welches Spiel, breche ich gerne Regeln, die ich, wenn ich alleine spielen würde, nie machen würde. Zum Beispiel, ich würde nie einen Schlüssel einsetzen. Einfach nein. Hier im LP? Na, warum nicht? Solange es lustig ist, mache ich das gerne. Ist ein bisschen seltsam, aber... warum nicht? Ich finde halt, das hat was. So, damit ist Corando fertig. Asketenfeuer, 7 Himmel, Himmelbeben. 7 Fesseln, Himmelbeben. Gut. So, wenn wir jetzt noch einmal zu Saki zurückkehren, dann können wir noch schlussendlich ein Accessoire für Anastasia besorgen gehen. Ich weiß gar nicht, ob das auch ein optionales Outfit war, aber auf jeden Fall ist es ein Accessoire, soweit ich das in Erinnerung habe eben. Na, wirst du wohl reingehen. Danke sehr. Gut, dass ich dafür nicht wieder aus dem ganzen Dorf rausrennen muss. Es ist Anastasia. Was ist los, meine Liebe? Ich wollte mit dir sprechen, Saki. Mit mir? Worüber? Rede und sei nicht so schüchtern. Naja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe Angst um Corando. Er scheint so anders zu sein. Corando? Ja, er scheint männlicher, erwachsener geworden zu sein. Ich werde dir ein Geheimnis verraten. Corando ist gerade ein Mann geworden. Was? Ein Mann? Richtig, sag es niemandem, okay? Corando hat gerade das Ritual des Erwachsenseins absolviert. Er hat das große, harte Ding griff. Er hat das große, harte Ding kräftig geschwungen. Seine Mutter war stolz auf den Mann, der geworden ist und so. Oh Gott. Rotes, hartes Ding? Was für ein Mann ist er geworden? Oh meine Güte, Himmel, nein, was hast du gedacht, Kind? Ich glaube, eigentlich habe ich etwas Komisches gedacht. Ich meine, Corando hat sein Siegel gebrochen, den Geist des Ogers erweckt und schwang einen Eisenstab, okay? Ich glaube nicht... Oh, ich kann die Dinge nicht so lassen. Ich will mein Image der schönen Witwe nicht zerstören. Hä? Huh? Kein Problem. Oh, ich weiß, ich werde dir was sagen, Anastasia. Ich gebe dir das. Es wird einfach toll aussehen an dir. Ein Herbstkimono. Mein Mann hat den Mantel vor Corandos Geburt bestellt, falls es ein Mädchen geworden wäre. Die führenden Weber purifizierten rohe Seide in dem heiligen Brunnen, um diesen Stoff herzustellen. Ich habe es alle Jahre aufgehoben, um es der Frau zu geben, die Corando einmal heiraten würde. Die Frau, die Corando heiratet? Genau. Und mit dem Trick stelle ich mein Image wieder her, meinst du nicht? Und was war mein Image? Erinnerst du dich noch? Die schöne, mysteriöse Witwe, oder? Genau. Und das sollst du sagen, wenn dich jemand fragt. Hast du verstanden? Ja, Madame. Was ist? Warum regt sie sich so auf? Jetzt sind du und Corando offiziell verlobt. Pass gut auf ihn auf. Ja, Madame. Madame, Madame, wie auch immer. Einfach mal so. Prima, für den Jungen ist gesorgt. Jetzt kam mein zweites Leben. Oh mein Gott. Was ist da? Oh Gott. Oh Mann. Ich weiß auch nicht, aber... Oh. Kimono bestückt in herbsthaften Herzfarben. Corandos Vater bestellte den Kimono vom besten Kunsthandwerker jener Zeit für den Fall, dass er eine Tochter bekam. In munteren Herbstfarben bestückt und kurz. Ja. Können wir hier schön sehen. Ist ein komplett anderes Outfit für Anastasia. Ist natürlich, wenn man mal bedenkt, dass sie hier eigentlich in einem warmen Gefilde rumrennt, ist das zumindest besser als,
als dieses Winteroutfit aus Russland. Zumindest sollte sie sich so nicht zu Tode schwitzen, wenn es danach geht. Naja, jetzt geht's zur kaiserlichen Hauptstadt, davor will ich aber einmal speichern, denn was wir auch noch nicht zu Ende gebracht haben, ist unsere Lotterie. Ja, tatsächlich haben wir auch noch Lotterie zu spielen. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals wieder Lotterie spielen muss, aber gut. Sie müsste ja hier irgendwo sein, genau. Corando, da ist etwas, was ich mit dir besprechen wollte. Ich werde bald mit der Arbeit beginnen. Hä? Arbeit? Was habt ihr vor? Ich werde zum Lottery Society Girl. Ich möchte, dass alle Männer denken, wow, die ist aber süß. Ich hoffe, dass sie mir Glück bringt. Okay. Ein Lotteriemädel. Aber das ist erniedrigend. Ihr müsst in einem Bikini herumlaufen und... Das werde ich nicht tun. Ich werde nur die Lotterie ziehen und den Leuten davon erzählen und so. Ungefähr so. Die Lotterie begann, als die Leute Silvester einen Kuchen teilten, um ihr Schicksal zu erfahren. Naja, so ungefähr. Du kannst mein erster Kunde sein. Also, willst du spielen? Was denkst du? Sollten wir? Warum nicht? Los! Danke, ich werde der Beste sein. Ja, Diebohrringe. Ist jetzt nichts Besonderes. Ihr Ring ist nichts Besonderes. Ich hau trotzdem volle Kanne daneben, wie ich sehe, aber... Im Großen und Ganzen nichts Besonderes. Solltet ihr hinkriegen. Selbst wenn ihr es zweimal macht, solltet ihr das hinkriegen. Also, wie gesagt, das ist eigentlich nichts Besonderes, dieser Ring. So, viel besser. So. Hab ich noch... Ja, ich habe 7 Stück. Haha, ich hatte mal... Wirklich, während des LPs hatte ich wirklich das Gefühl, ich werde zu wenig haben am Ende. Aber nein, ich habe 7 Stück. Yeah. Ich meine, ich müsste jetzt mit allen gespielt haben. Ich hoffe es zumindest mal. Das heißt, in Le Havre wartet unser letztes Spieler auf uns. Und nein, es ist nicht die pinke Fledermaus. Gucken wir mal. Wenn der Ring jetzt allerdings zu heftig sein sollte, dann werde ich das, werde ich nochmal speichern müssen. Ja, Cutscene funktioniert sehr schön. Alles gut. Jo, siehst du wieder klasse aus. Hey, da sind Joachim und die anderen. Willkommen zurück, Jungs. Hey, was habt ihr vor? Hey, ihr beiden. Hört mal, ist die rosafarbene Süße noch hier? Ja, sie ist da. Und jetzt gibt's noch eine zweite. Eine zweite? Ja, sogar eine richtig schöne, ganz silberfarben. Silber? Nein, das kann nicht sein. Kann es nicht? Ha, unglaublich. Hey, Yuri, schon eine Weile her. Hat mein dummer Bruder dir Ärger gemacht? Keith, bist du das? Hey, was für ein Idiot, ich verstehe nicht. Dumm bedeutet idiotisch. Hey, ich rede mit Yuri, okay? Halt einfach die Klappe so lange, ja? Ah, du bist immer noch sauer. Ich bin nur aus einem einzigen Grund hierher gekommen. Naja, es ist mir richtig peinlich, aber ich bin zum Präsidenten der Weltlotteriegesellschaft ernannt worden. Der Präsident? Bist du befördert worden? Ja, der letzte Präsident war schon ein bisschen alt, also wurde ich benannt. Ich war als nächster dran. War er nicht 700 Jahre alt? Er hätte schon längst sterben sollen. Und sie reden über Roger. Nur mal so dahingestellt. Sehr nett. Du hast ja recht, Yuri. Na, wie schaut's aus? Willst du eine Ziehung machen? Komm schon. Aber klar doch. Ich wusste, du würdest zu sagen. Rosenbondage, das ist, die ultimative Rüstung für Joachim. Oh, wow. 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 Mit diesem Schwung habe ich jetzt nicht gerechnet, aber gut, kriegen wir eine Meteormaske. Yuri, die Welt ist derzeit im Umbruch. Wird also gar nicht so einfach werden. Ich würde euch ja helfen, aber ich bin jetzt nun mal der Präsident der Weltlotteriegesellschaft. Keine Sorge, dein großer Bruder kann dir auf jeden Fall helfen. Das stimmt, auf deinen Bruder kannst du dich verlassen. Er ist ausgesprochen, nun, Atem nehmen. Ich weiß, er würde sogar mich in einem Kampf besiegen. Er ist ziemlich, du weißt schon, stark. Mann, lass es gut sein. Was soll das heißen, dieses du weißt schon? Okay, Alter, dann bist du jetzt dran. Steh nur niemanden im Weg, okay? Ja, das ist Keith. Jetzt habe ich 6 Lotterielose noch.
Gott. Dammit. Gucken wir mal, ob ich das onscreen schaffe. Hör auf, so. Oh Gott, mach mal Halbplan hier. Ah, viel zu spät wieder. Noch eine Meteormaske, yay. Die will ich alle gar nicht haben. Ah. Ja, das war viel zu früh. Naja, vielleicht nicht viel zu früh, aber zu früh. Ah, meine Güte. Das wird nicht funktionieren onscreen, das glaube ich nicht. Oh, 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 oh. Ah. So viele habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube nur noch ein oder zwei. So. Im Inventar zumindest. Ah, mal was anderes. Ein Schlaghof, wie toll. Ja, das war's. Ah, Gott. Ah, okay, Leute. Ich mach das offscreen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das ist ein kürzerer Part, aber beim nächsten Mal haben wir noch... Wir haben noch zwei Sidequests im Angebot und danach geht's dann zum Endkampf. Und wir werden beide im nächsten Video starten. Also bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss. So, versuche ich das einfach mal onscreen hinzukriegen. Zu früh. Beziehungsweise zu spät, zu früh, wie auch immer, aber mal wieder mit der Biegung. Also ich habe vor Le Havre jetzt gespeichert, jetzt versuchen wir es einfach mal onscreen hinzukriegen. Dass wir vielleicht die letzte Lotterie halt auf Band haben. Viel zu früh. Dammit! Ist natürlich ätzend, dass die ultimative Rüstung für Joachim so ein bisschen vom heiligen Glücksrad hier abhängig sind, aber gut, passt schon. Irgendwann kriege ich das hin. Irgendwann! Ja, 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 ja. Ah! Dammit. Ja, 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 ja. Oh Gott! Ah! Das war zu früh. Das war zu früh. Oh Gott, das war so viel zu früh. Oh Gott. Das habe ich genau gemerkt. Das ist okay. Das ist meine Schuld halt. Yes! Das Rosenbondage. Hier on screen. Bei Let's Play. Shadow Hearts Cover. Oh. Sehr bedrohliches Sklavenkostüm für Männer, die Rosen auf beiden Seiten bilden, sondern männliche Hormone ab, die andere hilflos auf den Träger abfahren lassen. Ach du Scheiße. Bis zum nächsten Mal.